Jo, hallo Leute, hier ist aber da euer Table Tennis Gamer, der den Sound gerade nochmal einstellt. Und da ist er auch richtig. Wir machen weiter bei The Legend of Zelda Skyward Swords. Im letzten Part haben wir den Bösewicht des ersten Dungeons sozusagen richtig kalt gemacht. Wir haben ihn besiegt. Nun sind wir hier. Ich habe keine Ahnung, was im Folgenden passiert, da es ab hier zu 100% blind ist, dieses Projekt. Hey, ich bin's. Hast du deine Freundin denn schon gefunden? Leider nein, haben wir nicht gefunden. Das ist schade, aber wenigstens scheinst du zu wissen, in welche Richtung sie gegangen ist. Ja, das stimmt. Endlich habe ich meine Freunde alle wiedergefunden. Vielen Dank, mein Freund. Kein Problem. Mach's gut und sieh zu, dass du deine Freundin findest. Ja, na was denkst du denn? Wir sind doch schon auf dem Weg zur Freundin. Wir wissen zwar nicht, wo die ist, aber wir finden die trotzdem. Ach, what the fuck? Ich hätte gern... Nein. Ich hätte gern eine Statue. Hier. Und zwar müssen wir jetzt wieder ins Wolkenmeer ins Wolkenmeer reisen, das weiß ich noch. Möchtest du... Jo. Und zwar diese komische Feuertafel da oben in den Schreien von weiß ich was einsetzen. Die haben wir hier letztens bekommen, also insofern weiß ich doch, wo wir hin müssen. Aber nicht, weil ich es jetzt schon gezockt habe, sondern weil es ja gesagt wurde. So, da sehen wir, hier kommen wir hoch. Unser Vogel ist da. Und was sehe ich da? Pi! Wenn du die in der Welt verstreuten Artefakte der Göttin mit deinem Himmelsstrahl triffst, wird Energie freigesetzt, Gebieter. Diese Energie führt zu einer Veränderung im Wolkenmeer. Aha. Die auf der Karte markierten Orte zeigen dir jene Stellen, an denen eine Veränderung eingetreten ist. Sehr interessant. Ich empfehle dir, diese Orte genauer zu untersuchen. Klar, da gehen wir jetzt natürlich auch direkt erstmal hin. Wo ist hier der schöne Ort? Da sind zwei Orte. Das heißt, ich muss einmal einen kurzen Schlenker machen. Ich muss gucken, ist hier der Ort? Ja. Auf den ersten steuere ich also hinzu. Oder darauf zu, auf den ersten. Und der ist dann hier, oder was? Was ist denn da? Muss ich da jetzt reinfliegen? Durch? Was ist da? Hui! Schön, aber das ist ja jetzt... Ah, da. Warte mal. Oh, da unten, oder? Ist es das? Ja, das ist es. Hui! Und zack. Hier sind wir unten angekommen. Was haben wir denn hier? Öffnen. Einmal in die Tür rein. Hallo? Ist da jemand zu Hause? Oh, so ganz ruhige Musik. Hey, na, was geht? Hi. Willkommen in der Kürbisbar, der gemütliche Raststätte für alle Vogelreiter. Du wirst nirgendwo eine bessere Suppe als meine hausgemachte Kürbissuppe finden. Wie wär's mit der Portion? Hey, mal her damit, wollen wir haben. Na, das ist mal eine Überraschung. Wer hätte gedacht, dass ein Knirps wie du auf meine Suppe steht? Möchtest du eine Portion mitnehmen? Nur 10 Rubine die Flasche. Klar, kann nicht schaden, Kürbissuppe. Ich hasse das zwar, aber egal. Na endlich, hier, bitteschön. Deine erste verkaufte Suppe. Da, und wir sind der erste Kunde. Kriegen wir was? Kriegen wir die vielleicht umsonst noch, eine zweite? Die Suppe schmeckt am besten, wenn du sie heiß genießt. Nach 5 Minuten kühlt sie doch ab. Okay, dann würde ich sacken. Leute, ich würde sacken. Es gibt Kürbissuppe. Und? Jo, die Suppe hat nichts gebracht. Eine Scheißsuppe kannst du das nächste Mal sonst wohin stecken. Die bringt gar nichts. Oh, ein Herzteil. Und Rubine. Da kommen wir aber bestimmt noch nicht dran. Da brauchen wir bestimmt so eine Art Bumerang oder so ein Quatsch. Kriegt man das? Ich weiß es nicht. Na? Hey, hör mal zu. Kurz zu. Der alte Knabe dort drüben behauptet, einen Dämon gesehen zu haben. Na, mit solchen Prahlereien wird er, was, Kabocha jedenfalls nicht für sich gewinnen können. Wer ist denn Kabocha? Ist das wahrscheinlich irgend so eine Tante da hinten, die, oder? Du glaubst mir doch, oder? Was soll ich hier glauben, Junge, hä? Oder alter Mann? Ich sage dir, im Wolkenort lebt ein fürchterlicher Dämon. Um ein Haar hätte mich das Biest lebendig verspeist. Du magst vielleicht ein Ritter sein, aber dieser Dämon wird selbst dich zum Frühstück verputzen. Glaube ich dir nicht. Und, bist du Kambodscha? Hallo du, du siehst wie ein Ritter aus, dem Wolkenhort aus. Hab ich recht?
nimm doch Platz und entspann dich ein wenig. Oh, dir sind die Rubine an unserem Kronleuchter aufgefallen? Versuch bloß nicht, die Rubine von dort oben herunterzuholen. Manche Leute behaupten, man könnte den Kronleuchter zum Schwingen bringen, indem man etwas... Was? Indem man etwas anrempelt und die Rubine würden fallen. Aber wie dem auch sei, denk nicht mal dran. Alles klar, wo kann ich anrempeln? Ich will kaputt machen. Wartet. Mal den Tisch. Was muss ich denn anrempeln für den Kronleuchter? Ah, ich muss bestimmt die tragende Säule hier. Die Tragedy-Säule. Ey, lass mich durch, Junge, deine scheiß Dinger. Kommt das Herzteil da mal runter? Ja, ja, genieße Kürbissuppe. Du bist auch so eine Kürbissuppe. Was sollen wir denn hier anrempeln? Was ist denn bei euch kaputt? Nein! Der blöde Malfoy da von dem Bardo. Hey, TT! Hätte ich nicht gedacht, dich hier zu treffen. Du fragst dich sicher, was ich hier treibe. Ja. Nein, nein. Wie? Nicht wirklich? Ich dachte mir schon, dass mich Insekten... dass du mit Insekten nichts anfangen kannst. Ey, warte, ich will die haben. Gib die her. Hätte ich nicht gedacht, dass ich hier treffe. Was? Ja, ja, stimmt. Ha, bestimmt habe ich es schon einmal erwähnt. Ich liebe Insekten. Und genau deshalb bin ich hier, um Insekten für meine Sammlung zu fangen. Wenn du bereits ein Schmetterlingsnetz hast, kannst du gleich loslegen. Und falls du noch keins besitzt, kannst du dir eines in Terris Laden kaufen. Wahrscheinlich dreht er gerade wieder seine Runden über den Wolkenort. Nee, lass mal sein. Ist nicht so mein Ding mit den Käfern. Ich will jetzt, dass der Kron... Ah, da. Den muss man doch zum Wackeln bringen, oder? Ah. Und? Ja! Sauber! Da ist das Herzteil! Das nehme ich jetzt mit! Ja, guck nicht so doof, ich hab deine scheiß Suppe gekauft, kannst du... Was glaubst du eigentlich, was du da oben schreibst? Mach sofort, dass du runterkommst! Junge, ich hab deine scheiß Kürbissuppe, die kein Schwein will, gekauft, ja? Wenn du mir jetzt eine draufklopfst, dann hol ich mein Schwert und dann mach ich dich kaputt. Ich will nur das Herzteil, gib es her. Ja, sauber! Sauber, wir haben Herzteil erhalten, Leute. So muss das sein. Okay, und jetzt habe ich keinen Bock mehr. Tschüss. Ey, hey! Was glaubst du? Was? Du glaubst... doch wohl nicht, dass ich dich nach dieser Aktion so einfach gehen lasse, oder? Ja, ist mir doch egal. Hey, warum kann man denn da nicht abhauen, Mann? Was will der denn? Müssen wir jetzt Teller waschen gehen oder was? Vom Tellerwäscher zum Millionär? Ja, den Rubin sack ich mir trotzdem ein. Wie viel willst du haben? Das darf doch nicht wahr sein, was du getan hast. Mein handgefertigter Kronleuchter ist komplett ruiniert. Du wirst so lange für mich arbeiten, bis jeder einzelne Rubin, der in dem Kronleuchter steckt, abbezahlt ist. Nun, bist du damit einverstanden? Nee, bin ich nicht. Hallo? Wii-Fernbedienung. Ich bin da nicht mit einverstanden. Ich höre wohl schlecht. Du hast Nerven. Zerstörst meinen Kronleuchter und glaubst dann auch noch ungeschoren davon zu kommen. Ja, glaube ich. Ja, Pech. Lass mich jetzt in... Ja, ja, Kambodscha. Sieh nur, was du angerichtet hast. Ich hätte Rubine nicht erwähnen sollen. Ach, um die Rubine ging es mir doch gar nicht. Rubine sind da eh luschig. Ich will doch das Herzteil haben. Und hier kann man nicht wirklich rennen. Ach, wir müssen doch damit einverstanden sein. Mein Gott, lieber Herr Suppenmeister. Was soll das denn? Ich habe deine scheiß Kürbissuppe gegessen. Ja, die isst eh keiner in dem Laden, weil die richtig daneben ist. Die bringt null. Vielleicht, wenn ich kein Herz mehr habe oder so. Aber sonst ist die richtig scheiße. Ja? Oh, oh, oh. Puh, ich habe mich gerade erschrocken über meinem Zimmer. Da hängen so Sachen und die sind gerade runtergekommen. So. Nun, ich werde dich an diese... nicht an dieses Versprechen erinnern. Ja, ja, komm, fall doch gleich alles runter da oben. Ja, ja, komm, 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 ich sehe das schon kommen. Also gut, wie wäre es, wenn du als erstes dem Schwertmeister im Wolkenort meine Suppe bringst? Ja, lässt sich einrichten. Er gehört zu unseren Stammgästen und meine Suppe gibt ihm Energie für den Unterricht. Also, wirst du ihm die Suppe bringen? Ja, ja, mache ich. Sehr schön, hier hast du etwas heiße Kürbissuppe. Bring sie dem Schwertmeister, aber hurtig, hurtig. Na, worauf wartest du noch? Du hast heiße Kürbissuppe erhalten. Ach, eine Sache noch, Kleiner. Der Schwertmeister kann kalte Suppe nicht ausstehen. Du solltest dich also mit deiner Lieferung etwas beeilen. Los, bring ihm die Suppe innerhalb der nächsten 5 Minuten, sonst ist sie kalt. Und da oben kommen gerade meine Dinger runter. Ich hab mal aufgehangen.
Ich habe mal aufgehangen von den Tischtennisbelägen, diese Verpackungen. Und die kommen gerade runter. Wartet mal, ich muss das mal kurz fachmännisch hier begutachten. So, alles runtergekommen. Werfe ich jetzt erstmal dahin. Braucht jetzt eh keiner. So, jetzt wird gezockt. Also, zum Wolkenhort müssen wir wieder einmal. Und diesmal müssen wir dem Schwertmeister etwas bringen. Das machen wir natürlich gerne. Ich weiß nur nicht mehr, wo der Wolkenhort war. Da? Da. So, beeil dich. Wir müssen den Meister finden. Komm! Also, ich denke mal, diese hylianische Steppe, ja, die wir ja immer hatten bei... Oh, Moment. Bei Majora's Mask und bei Ocarina of Time. Ja, also diese, obwohl bei Majora's Mask war das gleich die hylianische Steppe, glaube ich. Oder auch bei Twilight Princess, also dieses große Areal, wo man dann immer zu den verschiedenen Orten gelangen konnte, zu den Zoras und so weiter. Das ist nun hier dieser Wolkendingens hier, glaube ich, dieses Wolkenmeer. Ähnlich wie bei Wind Waker das Meer, obwohl ich das hier wesentlich besser finde. Da haben wir so eine riesen Kuppel, was die soll, habe ich auch noch nicht gerafft. Mal hingehen, da ist bestimmt irgendwas, böses Schloss oder so. So, wo ist meine Ritterschule? Weil ich flieg doch jetzt nicht 8 Stunden so. Whee! Ja. Flieg runter! Mach dir Ladebildschirm weg, ich will zocken! Whee! Fertig! Dümm! So muss das sein. Einmal durchrennen. Übungshalle. So, guck mal, ich hab dir scheiß Kürbissuppe mitgebracht. Pinadu. Komm. Ja. Hey. Hallo, TT. Übst du auch fleißig mit dem Schwert? Hm. Das ist doch nicht etwa meine heißgeliebte Kürbissuppe. Der Besitzer der Kürbisbar hat dich gebeten, mir etwas davon zu bringen. Und du hast einfach so eingewilligt. Ja, aber natürlich. So ist es. Na dann her damit. Aber huitig. Bitte sehr. Und da trinkt er die Suppe. Und schmeckte. Die ist sogar noch warm. Einfach lecker. Kürbissuppe schmeckt eben nur, wenn sie so richtig heiß ist. Gut gemacht. Bitte richte dem Besitzer der Kürbisbar meinen besten Dank aus. Werde ich machen. Und dann hat er bestimmt noch eine Aufgabe für uns. Also das ist jetzt schon wieder so ein Strang der Sidequests, glaube ich, in Zelda hier. Kriegt man halt Herzteil und so ein Quatsch. Und, yo. Der waren ja in Majora's Mask. Gab's ja richtig viele Sidequests. Wir werden jetzt aber uns erstmal nicht um die Sidequests kümmern, sondern ich hätte jetzt eigentlich vor, mal in Richtung nächsten Tempel zu gehen oder nächstes Gebiet. Eldin wollten wir ja hin. Wichtigste ist ja erstmal Zelda. Den Rest, den können wir auch später noch irgendwann in dem Spiel erledigen. Wie gesagt, ob es 100% werden, weiß ich noch nicht. Aber ich bin durchaus geneigt daraus, viel Prozent zu machen. Warte mal. Die Frage, die ich mir nur gerade stelle, ist, wo war denn jetzt dieser scheiß Schrein? Hier war nur die Statue der... Warte mal. Die Statue der Göttin. Aber wo? Turm des Lichts, war das hier? Nee. Wo waren das, wo wir mit Pai waren? Ich weiß das nicht mehr, weil... Wir sind aufgewacht irgendwo, aber wo? Und sind dann hochgegangen irgendwo an so einem Seitendingen zu einem Dingen hoch. Yo, oh. Da hat's gerade irgendwie keine Ahnung. War kleine FPS-Einbrüche, was weiß ich, was das war. Ist denn der Stecker von der TV-Karte richtig drin? Ja, der ist dort. Ja. Ja, da ist alles drin, da ist alles drin. Da läuft alles so. Scheiße. wo war denn das? Doch, ich glaube, ich weiß, wo das war. Das war doch hier oben. Ja, ich glaube schon. Ging die nicht hier hoch und dann hier zur Seite irgendwo? Doch, oder? Ja, doch, hier war das. Way, alles klar. Nein, renn doch da hoch, Link. Dann gehen wir jetzt hier lang. Machen uns ja, steck dein Schwert weg, Junge, brauchst du jetzt nicht. Ja, hier war das. Hopp.